Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die zweite Folge hier bei Radio von Thüringen, Version 3.101. Ja, ich fahre jetzt ohne Dünger Richtung Hof. Hatte ich ja letztes Mal nicht mehr geschafft. Weil immer wieder andere Arbeiten anstehen, die gerade so einfallen, die wichtig sind. Aber jetzt geht dann mal Richtung Dünger vom Hof. Braucht ein bisschen Reserve für den Fall des Falles. Dass wir nicht extra so einen Müller fahren müssen, ne? Ja, ich überlege, ob wir heute was machen können oder anfangen können. Die Ernte geht ja noch nicht, ist ja noch nicht reif, wäre auch nicht trocken. Die Wiesen könnte man theoretisch ja mähen. Theoretisch, praktisch natürlich auch. Da liegt ja gerade ein Ball im Weg, ungünstig. Jo, wir müssen schauen. Ja, die Ernte ist vorbereitet für Weiz und für Gerste, glaube ich. Eins von beiden ist garantiert, oder beides. Oder nur eins von einer Frucht. Feld Nummer 10 ist ein bisschen größer und Feld Nummer 37 ist ein bisschen kleiner. Aber ist trotzdem für einen Drescher viel Arbeit. Dann arbeiten da hier über zwei und hier einer. Je 4 Abfahrer und 2 Abfahrer. Also pro Drescher 2 Abfahrer. Ja, das dauert noch ein bisschen, da ja mal die Frucht reif werden muss. Das wird sicher noch einige Tage dauern. Ja, düngen wollte ich eigentlich für, sobald es geht, wieder mit. Unser Scheißer ist hier, unser Mistfahrer. Mal gleich mal losschicken und dann muss ich dann gleich mal das Förderband aktivieren. Das ist nämlich hier der Mist von den Kühen von Hof 3 und das kommt ja mit der BGH rein. So klein Nebenverdienst, ne? Jeden Tag ein bisschen. Was ich noch warten muss, auf die Lageballen. Einmal Klee und Luzerne habe ich hier Hof 1, 3. Hof 1 ist fertig raus. Überwiegend. Kann sich ein, zwei Grasballen dabei sein. Das ist aber nicht tragisch. Ja, hier muss ich noch eine Fläche schaffen für unsere Flüge. Die hauen so langsam aber sicher ab. Die Sache begradigen, man den Bauer wegnehmen. Oder den kleinen Nebenerwerbsbauer oder hier Hobbygärtner, sagt man so, ne? Es war ja früher zu DDR-Zeiten so, dass die bei der LBG gearbeitet haben und nebenbei eine ganz kleine Wirtschaft hatten, meistens hat man Tiere gehabt zum Verkauf. Ja gut, ich muss hier. Ach, wir haben ja hier noch einen anderen Missfahrer, das stimmt ja. Der Dünger muss im Hof rein. So. Dann checken wir dem auch los. Stimmt, ich habe ja zum Fluss mal so ein gekauft. Hier Alt 0 und na, Dünger nicht. Mist. Maisstängel, das ist auch was. Bin sehr gespannt, ob hier das passt von der Position her. Ja, das Ding soll ja immer zum Lager rein, ne? Vorbeigefahren. Hier kommst du rein. Gibt ja links ab. Und
Schein. Oh. Ah, geht doch hinten auch, okay. Ein Typ ist Förderband. Stimmt, ne? Ja, ja. Ist mit Förderband, das ist ein bisschen. Für den Stahl ist es besser. So. Zum Düngen wird es reichen. Packen wir hier mal ein. Und dann muss ich überlegen, was ich machen werde. Erstmal Kontrolle, Tiere, Futter. Also Hof 1 hat genug Futter. Wasserpumpe, keine Probleme. Hof 1, Sauberkeit muss gemacht werden. Und ja, ein bisschen Futter haben wir, aber Klee da, also Gras feucht, Gras, Klee frisch, Frischmais. Also da haben wir schon etliche Tiere. Oh, da haben wir einen schönen Bobbys hier. Noch ein halbes Jahr. Quatsch, oder 0,2. Also 2 Jahre ungefähr, dann geht er. Aber wir müssen mal ganz kurz putzen. Speichern ist gut. Wie gesagt, hier 37 ist vorbereitet und 10. Hier ist also Gerste und da ist Weizen. Dann haben wir nochmal Gerste. Haben nicht mehr Weizen gehabt. So wenig. Ja, ist halt so, ne? Ja, hier ist Pferdegras. Das muss noch wachsen. So. Besuchen. Ein Schweinegehege, ja. Ja, da überlege ich gerade, ob ich Schweine nehme oder Schafe. Schafe können ja auch geschlachtet werden. Aber erst nicht für Wolle. Habe ich überlegt, ob ich da was mache. Ich wollte eher sowas im Winter machen, ne? So, hier gehen wir ganz kurz in den LKW rein. Zurückfahren. Wir füttern aber erst. Das können wir gleich machen. Ist ja nicht viel. 30 Tiere war auch nicht so viel. Ja, das muss hier gereinigt werden. Sonst ein Tier krank. Das ist schlecht. Ich möchte ja was gesunde Tiere haben. Siehste. Hätten wir sauber gemacht. Jo. Gehen wir gleich Wasser, ne? Dann kommen wir durch. Das hat mich festgelaufen. Ja, das war nicht klug. Wenn einer anschaltet, bist du bis zum Arsch. So, schneller. Ja, bei Ziehen ist ja so, die Kühe nutzen ja auch die Weide als Grasfläche und wenn da jetzt genug Weidegras da ist, dann brauchen sie fast kein Futter. Das ist ja der Vorteil bei Ziehen, ne? So. Wenn wir hier sind, machen gleich mal die Kühe auch mal gleich Wasser. Die bekommen ja automatisch Fütterung. Das ist ja automatisch. Und hier ist Pumpe. Zur Not würde da auch Wasser kriegen. Wo ist er? Unterwegs? km/h, wo fährt er? Gut. Mit was können wir uns mit der Zeit beschäftigen? Mal gucken, mal ganz kurz. Und soweit ich weiß, ist Wachstum, ist ja klar.
da ist geerntet, da habe ich schon gedüngt. Also es muss nochmal gedüngt werden, das ist klar. Hier war Versuch, ging nicht. 48 ging nicht. Da hat er nicht angezeigt. Und hier muss auch Wachstum durchkommen. Dann geht es. Dann können wir ein drittes Mal da düngen geben, ne? Also sobald das gewachsen ist. Hier ist gedüngt, habe ich gerade gedüngt, mehr oder weniger. Letzte Woche, und hier muss wachsen. Hier ist ja. Wäre schön, wenn Regen kommt und das weggehen würde, ne? Na gut. Gut, düngen wir, warten wir noch. Hat aber keinen Zweck, wenn es nicht geht. Da hatten wir aufgeräumt. 62 könnten wir eigentlich den Gras mähen lassen. Und gleich mal Ballen pressen, ne? Das ist jetzt die Aufgabe, oder was wir besser machen können. Das andere wäre ja Quatsch, haben wir jetzt irgendwie was. Ja. Ist ja so nicht. Mal ganz kurz, hier liegt noch Gras runter, das ist schlecht, aber nicht Heu. So. So. Das wollte ich sehen. Wegen. Das ist ja jetzt neu, das machen wir im Prinzip, das ist Nummer 62. Da speichern wir ab. Dann können wir den Kurs danach berechnen, wie jetzt das Feld ist. Dann müssen wir nicht da ausweichen. Ne? Das müssen wir hier im Prinzip beschreiben. Ja, genau. Kursgenerierung 62. Ja. Ich werde mal hier anfangen. In Vorgewände, im Feld rein. Dann ist ja beim Wechsel immer nicht so gefährlich wegen der Ballen. Dann presst er auch entsprechend erstmal in der Mitte und dann nachher außen. Und zweitens ist es besser. Das, ich denke mal, das ist besser. Einstellen. Es könnte eigentlich noch wachsen, aber wie gesagt, ich will mal jetzt hier Traktor suchen. Den könnte man nehmen. Wir nehmen mal so ein. Dann mal gleich mal die Ballen pressen. Mit der Pöttiger Impress, wie das heißt. Weil da die Ballen nämlich zur Seite gelegt werden. Und so nicht so ganz so gefährlich ist beim Hang runterrollen. Ne? Und die anderen Pressen legen ja die Ballen auf die Seite. Also da, wo sie rund ist, und das ist dann für hügelige Gelände ungünstig. Dann habe ich ihn weggeräumt. Brauchen wir gleich wieder. Wie gesagt, die Ernte ist noch nicht so weit. Da muss ich warten. So. Es gibt auch größere von der Form her, größere, die größere Ballen pressen können. Aber wir haben nur die kleine gekriegt. Wer weiß warum. Ja, das wird auch schön Mist werden, ne? Lass mal gleich mal rausfahren. Wenn wir gleich mal den Kurs hier kopieren. Immer löschen. Big M, ja. Kopieren. Das hat bei mir auch lange gedauert, bis ich die richtige Einstellung gefunden habe, wo man im Prinzip abkippen muss. Jetzt klappt das. Eins, was nicht klappt, ist das durch die Geförderung.
Das ist noch nicht zufriedenstellend. Ich werde aber hier dabei bleiben und schauen, dass wir da also schon mal gespeichert, also kopiert kann man sagen, nicht gespeichert. Ich muss den Ballensammelwagen besorgen oder das genau meinte ich mit. Läuft ja aber. Achso, er wird voll. Dann passt. Also mit zwei wird es mal leer, ne? wollte eigentlich einen rausnehmen. Mal sehen, vielleicht mache ich das immer bei Gelegenheit. Wenn mal leer ist, komplett neu. So, LKW. Und dann. Haben wir hier den blauen Anhänger und den, wo man den weißen. Oder ist er hier oben? Welche haben wir auch noch? Der blaue geht. Aber da werden die Ballen wieder flach abgelegt. Und das ist auch wieder ungünstig. Ja, gute Frage. Wollte ich jetzt den Anhänger lassen für. Ach, der ist jetzt hier mit dem LKW, dem Traktor. Ah, okay. Dann parken wir den mal ein. Dann weiß ich Bescheid. Ach, wir haben Milch da, Milchwagen. Den fahren wir, verkaufen wir mal Milch. Bis das soweit ist. Wie gesagt, der Anhänger ist ja der Fan dran, ne? Da werden wir mal die Milch verkaufen. Dann lass mal den Fan nochmal arbeiten, ne? Oh, die Zeit, ich sehe gerade die Zeit. So, Zuschauer, das sollte auch schon für heute gewesen sein. Ich sage schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss, ciao. Jo, morgen geht's hier weiter. Dann pressen wir noch Ballen und dann werden wir den später einsammeln. Tschüss, ciao und bis dann und tschüss. Tschüss.